Aloha, hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Pro Replay Cast. Mein Name ist Kate und wir sehen hier Liquid Hack als roten Toss versus EG Hydra als blauen Zerg und das habt ihr oben ja schon gesehen. Warum erzähle ich das euch? Lernt lesen. Ja, das Ganze auf der Map Shakuras Plateau und ja, wie ihr merkt, zum zweiten Mal hintereinander den Namen der Map gewusst. Ich möchte dafür bitte einen Keks haben. Meine Adresse schicke ich euch auf Anfrage. Dann könnt ihr mir einen Keks schicken. Aber bitte einen Leibniz-Butterkeks. Die mag ich persönlich am liebsten. Ja, wir sind derzeit nicht nur am. Ich bin derzeit nicht nur am Replays casten und am Programmieren. Wir machen derzeit auch Videos in Realformat, so ein paar lustige kleine Sketche. Zumindest sind sie für uns lustig und es ist lustig, sie zu produzieren. Ob ihr daran Spaß habt, das werden wir dann sehen. Ich werde auf jeden Fall das ein bisschen einbauen, dass ich da ein bisschen Werbung für mache für den Kanal. Und also beziehungsweise dann, wenn der Kanal online geht, ist es ja noch nicht. Und wie ihr merkt, bin ich in sehr vielen Projekten involviert. Das liegt an meiner rastlosen Natur. Ich bin halt jemand, der sehr gerne Liquid Hack hier schön am Mining hier. Ah, oh, das sind meine Minerals. Geh weg. 14 Pool auf Seiten von Hydra. Ja, wie ihr merkt, bin ich in sehr vielen Projekten involviert. Ich bin da einfach natürlich so ein Mensch. Der macht halt gerne viel, aber nichts richtig oder so. Na, mal schauen. Okay, tja, Hack hier am Rumcruisen, um die Exit zu delayen. Noch hat Idler nicht die Minerals, also stört es ihn noch nicht ganz. Jetzt hätte er die Minerals und jetzt kann er sie eigentlich auch zeitnah setzen. Das heißt, der Delay hat nicht unbedingt so viel gebracht, aber jede Sekunde zählt. Cybernetics Core wird geaddet bei 17 auf Seiten von Hack, der hier fröhlich seinen ersten Bersi pumpt. Juhu. Ja, was noch über die Internetseite, die ist leider immer noch nicht startbereit. Es wird auch noch dauern. Das ist dann sind verschiedene Sachen. Einmal ein Browser Game, einmal ein Bot, mit dem ihr chatten könnt, wenn ihr so viel Langeweile habt, und ihr alle YouTube-Videos auf der Welt gesehen habt, dass ihr dann mit jemandem reden könnt, der euch eh nicht versteht. Klasse, oder? Ja, Ira hier am Scouten sieht zwei Gas. Zwei Gas bedeutet wahrscheinlich, kann bedeuten 4 Gate Push oder, aber Chrono Boost eh nicht auf der Warp Gate Tech. Das heißt, da wird wohl eher weniger einen 4 Gater kommen und eher etwas Konservatives. Der Stalker räumt jetzt hier die Drone ab, die halt irgendwie rumsteht und sich denkt, ja, wenn ich heute dann morgen. Hydra pumpt jetzt seine zweite Queen. Queen Nummer 1 ist da. Die stehen nebeneinander und machen Liebe. Jetzt wird hier ordentlich erstmal Creep gespreadet, um schneller von A nach B zu kommen. Ihr seht hier. Slow Motion. Weitere Gates auf Seiten von Liquid Hack. Zwei Stück. Während er hier den ersten Pylon setzt, um vielleicht einen kleinen Vorstoß zur Exe hier auch mal zu unternehmen. Natürlich alles unter dem wachsamen Auge von Lord Percival Overlord. Während Hydra hier sein Metabolismus-Schub, so heißt das also. Speed Upgrade für Linge auspackt und der Stalker Lord Percival Overlord nach Hause schickt. T2-Tech auf Seiten von Hydra kommt und ich würde sagen, es wird halt eine Link zu. Oh, da kommt auch eine Roach Warren. Vergesst das, was ich sagen wollte. Ihr habt es eh nicht gehört. Exe jetzt auf Seiten von Hack schon länger. Und hier die erste Action mit, naja, 7 Lingen gegen das hier. Also, optimistisch. Optimistisch.
Ja, Spawncrawler auf Seiten von Hydra. Hier, da, ne? Damit hier niemand einfach so durchsneakt, ohne dass er das mitkriegt. Creep wird 2 Tage spreadet. Hat jetzt die Verbindung schon schön hier hingemalt. Und ja, Linge stehen hier und denken sich: What the fuck? I don't know what to do now. Borrow und Gräber klauen für die Roaches, damit sie auch sich ordentlich regenerieren können. Und eine Forge auf Seiten von Huck, während er wie noch weitere 2 Gates addet und wir sind bei einem 5 Gates sind. 5 Gates plus Forge, die er hier hinstellt. Ja, die beiden geben sich richtig auf die Nuss. Early Aggression hier. Boah, da werden hier. Ein Ling hat er verloren. Diese horrenden Kosten von 25 Mineralien. Können wir mal auf Units Lost gucken. 1 zu 4. 50 zu 125. Ja, das. Jetzt habe ich wieder auf Pause gedrückt. Ich bin ein böser Pausendrücker. Und jetzt kommen, sehen wir hier die erste Action zwischen den beiden, aber Hydra hat halt mittlerweile ordentlich viele Roaches und 5 weitere kommen da noch. Da sind wir schon bei 13 Roaches versus 8 Stalker, 8 Sentries und einem Berserker. 16 Roaches sind wir jetzt sogar und 4 Linge. Und jetzt graben sie sich ein und sneaken erstmal von unten unter die Army, kriegen hier die Sentries off guard. Das ist natürlich widerlich. Force Fields, um dich gegenseitig zu retten, aber man steht halt direkt in der Mitte und dann graben sie sich eben wieder ein. Das war natürlich ganz ungeschickt von Liquid Hack und da kommt auch schon das GG. Ja, wieder ein kurzes Match und da hat Liquid Hack einmal nicht aufgepasst. Da buddeln sich die alten Kakerlaken aus und geben dem kleinen. Der kleinen Plasmakugel ordentlich und auch die Force Fields haben leider nichts mehr gebracht, weil wenn man selber in der Mitte von dem Force Field steht und die Leute halt einen um einen rumstehen, dann ist es sehr schwierig, sich noch zu separieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pro Replay Cast, aka Quatsch, was? Nee. Ach, ihr wisst, was ich meine. Schaltet einfach wieder ein. Das ist wie beim Fernsehen. Fernbedienung und so. Okay. Bis denn. Ciao.